Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Staffel 6, meine lieben Freunde. Heute am Mittwoch. Mal wieder ein Mittwoch. Und was ein Schiedwetter. Na, wir sind hier an der Baustelle an der Fischhütte in Nordwehen. Und dort leuchtet noch der Weihnachtsstern, aber wir haben hier richtiges Schiedwetter. Hier fehlt noch ein bisschen Eichenholz. Und die Hanabi hatte geschrieben in der letzten Folge, dass die Musik etwas zu laut war. Und das habe ich jetzt geändert. Die Musik ist jetzt etwas leiser. Ich hoffe, dass es so passt. Ich lasse mal meine Sachen hier wieder raus. Zack, 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 zack. Wir müssen noch ein paar Eichenbäume fällen. Und das machen wir gleich mal. Es ist noch Tag, denke ich zumindest. Ist auf jeden Fall etwas lauter hier. Mit dem Regen, gebe ich zu. Hier ist ein Bett, können wir schlafen. Ja. Haben wir denn noch Eichenholz? Das sieht mager aus, aber so viel brauchen wir gar nicht. Ich würde das einfach mal jetzt mitnehmen wollen. Oben sieht es nämlich auch mager aus. Aber ein Boot können wir ja mitnehmen. Haben wir noch andere Boote? Hier, zack, da. Da machen wir so eins. Usa. Passt. Guck mal, das Wetter beruhigt sich wieder, oder? Nein. Das sah gerade fast so aus. Aber es muss auch mal einen Regentag haben, ne? Ach, hier steht unser Bett. So, in der letzten Folge haben wir die Treppe gebaut und hier so ein kleines Gelände. Zack. Geht man eben hier so nach draußen, kann man hier dann so die Boote aufstellen. So, eins da, eins da und eins hier. Was ist da unten? Geht anscheinend in eine Schlucht rein. Gucken wir uns das mal an. Oh ja. Hier geht's in eine Schlucht. Ich würde hier noch ein paar Stufen runter machen oder ne. Nee, komm, eine Leiter. Eine Leiter. Haben wir Leiter oben? Ich glaube ja. Lalala, Leitern. Nein, wir haben keine Leitern. Aber ich habe gerade welche gesehen. Und zwar im Lager. Falls ihr ein paar Vorschläge habt, wie zum Beispiel der Fischer heißen soll oder was man so alles noch einrichten kann in einer Fischerhütte, da könnt ihr mir gerne schreiben. Was die kurzen Ruckler hier zu heißen haben, das habe ich auch keine Ahnung. Ich hoffe auch, dass die Grafik, das Grafikproblem gelöst ist. Ich habe schon noch ein bisschen dran getüftelt und es müsste jetzt eigentlich also perfekt laufen. Ich nehme das Wort perfekt ungern in den Mund, weil es ja dennoch unperfekt sein könnte. So, ich könnte es jetzt hier ansetzen. Da können wir dann hier hochgehen und zack. Hört sich gut an, ne? Erstmal mal was. Hier schwimmen überall die Fische rum.
Oh, haben sie uns gesehen, sind sie abgehauen. So, hier kommen noch. Sieht auch schön aus, wa? Verregnet und vernebelt. Hier oben wollten wir noch Zäune setzen, genau, Zäune. Die müssen wir ja draußen haben, wenn wir sie noch nicht hergestellt haben. Doch hier haben wir Zäune. So. Zack, haben wir das. Hier muss man dann noch ein Dach drauf zimmern. Ich weiß nicht, ob wir das komplett aus Fichtenholz machen. Ich denke aber ja. Das haben wir natürlich aber nicht hier. Hier haben wir das. Da. Komplett aus Fichtenholz. Man könnte sich einen Kompromiss eingehen auf jeden Fall. Dass wir das nicht komplett aus Fichtenholz machen. Husa. Und die Sonne kommt raus. Wunderbärchen. Autsch. Ist gleich viel angenehmer auf die Ohren, nicht wahr? So schaut das dann von unten aus. Und ich habe auch den Kommentar gelesen, es wird schon eine ziemlich große Fischerhütte. Ja, das ist schon eine richtig stattliche Fischerhütte hier. Klein kann ja jeder, ne? Klein kann ja jeder. Das kurze Zurücksetzen, da habe ich jetzt noch keinen Plan von. Das kommt aber wahrscheinlich vom Server. Ich habe Nitrado angeschrieben. Kam auch sofort eine Antwort zurück. Und sie haben mir geschrieben, dass ich auf einem anderen Server eben gepackt habe, anderen Hauptserver, wo es nicht so sehr abstürzen sollte. Dazu geschrieben, dass es dennoch immer mal vorkommen könnte. Also das war jetzt wegen den Treppen die Fehlermeldung. Wir haben hier hinten ein paar Fichten stehen hinterm Lager. Glaube ich zumindest. Die werden wir mal versuchen zu fällen. Oder in den Truhen ist noch ein bisschen Fichtenholz. Das kann auch gut möglich sein. Guck mal, hier ist noch Fichtenholz. Mal das zum Bleistift hier. Kommt das eine Problem, ist das eine Problem weg, kommt das nächste. Hier hätten wir zum Beispiel die Fichten stehen. Ah, guck mal, da unten waren Treppen. Ich habe sie gesehen. Da. Treppenstufen. Die Rahmen nehme ich auch mal mit. Die sehen interessant aus. Für den Fischer. Ich glaube, ein paar Truhen haben wir schon oben. Da könnten wir dann den Fisch drinnen lagern. Ich glaube, wir können auch den Keller ein bisschen noch gestalten später. Da könnte ich mir sehr gut vorstellen, wie komme ich denn da jetzt hin? Da könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oh, so kann man es auch machen. Schnelltransport. So. So. Genau. Eine Kühlkammer, also mit Eis. Also, jetzt haben wir das geregelt. Jetzt müssen wir hier noch das regeln, dass das hier nicht so blöd ausschaut. Aktuell scheint ja doch die Sonne rein. Könnte ich mir vorstellen. Ich mache das mal ganz kurz so, dass ich hier drauf komme. Man könnte jetzt sagen,
Ja, passt auf. Hui. Den Bug hatte ich auch schon mal. Aber im Kreativmodus, im Survival hatte ich ihn noch nie. Putzig, putzig. Mir könnte jetzt sagen, dass hier eine Wand ist. Aber da kann man dann hier quasi nicht hingehen, um nach draußen zu gelangen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Und da geht die Sonne unter, da gehen wir gleich mal schlafen. Wir holen das Bett aber mal nach oben, dass wir nicht immer nach unten rennen müssen. Wunderhübsch. So, legen wir uns mal schlafen. Am besten noch so hier. Hin geht der Mond auf. Auch nicht übel. Das Bett ist jetzt auch noch halb da. So, jetzt. Und da ist schon Tag. Hui. Das ist eine ziemlich chaotische Folge, meine lieben Freunde. Das Bett steht als erstes schon mal nicht mittig. Das kann es auch nicht stehen, weil das ein zwei breiter Weg ist. Wird das Bett daher auch hier hinten hinstellen. Puh, wie tun wir das hier regeln? Ich tue jetzt erstes mal hier ein bisschen Fichtenholz Bretter herstellen. Und ich habe mir das eben so gedacht. Nur wenn wir das so machen, müssen wir die Treppe um eins nach hier drüben versetzen. Das mag ja, oder zwei. Das würde auch noch gehen. Das würde gehen. Das ist alles kein Problem. Oh, das hier unten müssten wir auch noch beachten. So. Quasi, wir können auch das so machen. Dass wir das so machen. Da haben wir dann hier quasi den Ausgang. Kann dann hier so runtergehen. Schaut gar nicht mal so übel aus. Zack. Das gefällt mir. Das können wir so lassen. Dann können wir jetzt hier die Bretter einziehen. Die Bretter. Genau. Wunderbärchen. Sehr schön. Ja, hier könnte ich jetzt zum Beispiel noch den da machen und naja, hier vielleicht nicht. Aber das sieht dann blöd aus. An der Seite. Autsch. Also dieser Leckfaktor, der ist schon ganz schön krass, muss ich sagen. Sehr gewöhnungsbedürftig. Ich lasse es erstmal so. Ich wollte es noch so machen. Wo ist er? Ah, nee, das schaut gar nicht mal so übel aus. Es connectet auch nicht mit den Treppen. Ja, so können wir das lassen. Das passt sich ganz gut. Hier ist dann quasi der Verkaufsraum. Können wir so ein paar Truhen aufstellen mit verschiedenen Fisch. Und hier wollte ich dann eine Raumunterteilung gestalten. Die können wir ja aus Eichenholz. Machen wir die aus Eichenholz. Hier so. So, die Raumunterteilung, dass es dann hier zu den Privatgemächern geht.
Mache ich jetzt zum Beispiel mal hier die Tür rein. So. Man kann jetzt auch hier, wenn ich das mache, den da machen. Da mache ich mal ganz kurz den da. Wenn ich jetzt das wiederhole. Alter. Sie verarschen. Ich habe hier das angeklickt. So. Müssen wir uns vielleicht damit abfinden, oder wir machen komplett das so. Oh, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. So können wir es lassen. Wir können das Bett sogar noch hier in eine Nische packen. In eine Nische. Da zum Bleistift. Wunderbar. So eine Tür. Haben wir eine Tür hier draußen? Eine Eichenholztür oder eine Birkenholztür. Guck mal kurz, wie es ausschaut. Fehlt wieder Block. Ja, das kann man so machen. Gucken wir mal kurz von der Seite her, das heißt dann, die Folge heute wird nicht so lang. Die letzte war ja etwas länger gestaltet. Weiß nicht, ob euch das gefallen hat, wenn die Folge etwas länger ist. Ah, guck mal, hier müssen wir zum Beispiel noch einen Dachüberstand machen. Den würde ich dann gerne aus Pflasterstein tätigen, zumindest da auch haben. So, dass wir eine kleine einheitliche Form reinbringen. Deswegen entleere ich mal ganz kurz hier mein Inventar. Zack, 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 zack. Die Rahmen haben wir hier. Und hole etwas Pflasterstein. Dim-di-lim. Etwas Pflasterstein. Da haben wir welchen. Hier, zack. Und ein paar Treppen hergestellt. Ganz fix. 24. Oh, puh, das müsste klappen werden. Aber alles ist machbar. So. Bräuchten wir dann noch ein paar andere. Guck mal, hier können wir auch rüber. Super. So, zack. Immer schön von beiden Seiten. Ja, was ist jetzt noch neu hier? Die Insel 4 ist der erste Teaser entstanden. Link dazu in der Videobeschreibung zu den Teaser. Das Projekt beginnt am 1. Juni. Da kommt noch mal ein kleiner Trailer. Und die Regeln werden erklärt. Ich kann euch aber sagen, schon im Voraus, es hat sich einiges viel verbessert. Ich habe auf eure Kommentare und Vorschläge gehört von den Teil 2 und 3 und muss sagen, dass ich daraus eine Kombination getroffen habe. Es ist Input gekommen von der Oma Luise, dem Ilches, dem Herr Alligator, den Enrico. Und vielen, vielen anderen auch. Den Elysion.
teils auch schon voriges Jahr. Und wo ist hier gerade was runtergeflogen? Das ist da schön. Irgendwann kommt es auch an die Oberfläche. Und daraus sind die Regeln etwas dezimiert geworden. Es kann schon mal spoilern, es gibt kein Quest-System. Das heißt, einfach nur purer Hardcore-Spielspaß, Vergnügen. Es gibt keine Aufgaben, konkrete Aufgaben, sondern einfach nur ein Ziel. Und dieses eine Ziel, das werde ich euch dann am 1. Juni verraten. Da könnt ihr euch schon mal gespannt drauf sein. Was gibt noch für Neuigkeiten in der Community? Die Wahlen im Dreilmland, die sind vorbei. Der liebe Logan vom Blaubart hat gewonnen. Wenn ihr den noch nicht kennt, ich kann mal gerne den YouTube-Kanal hier in der Videobeschreibung verlinken. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, er macht auch Minecraft-Let's Plays und ich glaube auch ein paar andere Dinge. Wird auch immer mal streamen. Könnt ihr auch mal reinschauen. Lasst dann ein Follow da und ein Abonnement, wenn ihr da auch ein bisschen länger dabei sein wollt. Da gibt es noch eine News vom lieben Opa Spiel. Der ist wieder zurück. Er hat ein kleines Problemchen gehabt mit seinem Rechner. Hat sich einen neuen geholt. Auf Windows 10 Basis, hatte glaube ich vorher auf Windows 7 Basis, und er hat dadurch auch ein paar Schwierigkeiten gesehen, weil er von Kollegen auch geraten bekommen hat, dass Windows 10 nicht so gut ist, keine gute Wahl, können viele Fehler auftauchen. Und war er erstmal ein bisschen suspekt. Und dann, wo eben der Rechner nicht mehr, upsala, funktioniert hatte, hat sich einen neuen geholt. Aber da hat er sich erstmal reinlesen müssen in die ganze Materie. Es wird Nacht jetzt mal. Bisschen ungünstig, wenn ich jetzt hier mit dem Dachbau beginne. Können wir ja von hier oben gleich ins Bett springen. Ja, und jetzt hat er ein paar Infovideos hochgeladen. Beziehungsweise ein Infovideo, wo er das alles erklärt. Finde ich auch super gut gelungen. Und muss sagen, top, top. Ich hoffe, dass es bald weitergeht. Ne, aber nichts zu überstürzen. Immer langsam machen. Sage ich auch immer. Ich fange auch langsam an, hier wieder Gefallen zu bekommen ins Let's Play. Ich habe auch eine kleine Denkenspause gehabt. Was heißt klein? Wer das Kanalkonzept komplett umgekrempelt gehabt, hatte gesagt, hier kommen keine Let's Plays mehr. Und das hat sich jetzt geändert. Und das hat ein Jahr gedauert, bis ich da eben auch von mir aus selber gesagt habe, okay, jetzt tue ich das Kanalkonzept doch wieder etwas umändern. Alleine nur streamen macht keinen wirklichen Spaß. Man muss ab und zu auch mal den Kopf ein bisschen frei bekommen, mal so über Themen quatschen. Und da bedanke ich mich auch noch mal im Nachhinein beim lieben Stefan vom Kanal HSPLP. Hat mir da auch ein bisschen indirekten Input gegeben in die ganze Sache. Und vor ungefähr, puh, das ist auch schon etliche Monate her, indirekten Input vom Debitor. Wer ihn nicht kennt, einfach mal bei YouTube suchen. Debito LP hat, glaube ich, jetzt auch sein Kanalkonzept nochmals ein bisschen abgeändert. Bei dem gucke ich immer mal vorbei. Und er hat festgestellt quasi, dass
Wenn er nur livestreamt, hat eben in der Woche immer mal gelivestreamt, die Community dabei und alles schön und gut. Hat eben festgestellt, dass die Videos nicht mehr so viel Aufrufe bekommen. Nicht mehr so viel Likes, nicht mehr so viel Kommentare, die Community wird inaktiv. Sehr inaktiv, weil eben die Community dann nur noch auf die Streams aus ist. Und tut dann live kommentieren, aber wenn das Video dann rauskommt, beziehungsweise Videos fernab von Streams, haben sie dann nicht mehr kommentiert oder wenige. Ich sage ja nicht, dass keine kommentiert haben, sondern es haben weniger kommentiert als üblich. Und das ist auf jeden Fall ein Mangel. Das war falsch. Ein Mangel von der Community, dass nicht mehr so viele eben dort hantiert haben in den Kommentaren. Beziehungsweise ja schon manche, was heißt manche, die meisten, die Videos dann schon im Stream gesehen haben und dann einfach keine Lust hatten zu kommentieren. Das gibt's auch sowas. Autsch. Wie machen wir es hier? Ich glaube, ich gebe es hier hin. Oder? Und das Dach ziehen wir auch so hoch. Können wir gerne tun. Ja, komm, das machen wir auch. Wir machen hier ein großes Dach draus und tun das dann oben ein bisschen abflachen. Ich zeige euch, wie ich das meine. Wir gehen hier ein bisschen nach oben. Ungefähr auf die Dachebene, wie wir da drüben sind. Müsste ja hier so sein, genau. Machen wir das auf der anderen Seite genauso. Jetzt geht jetzt aber der Stein aus. Müssen wir gleich nochmal neuen Stein besorgen. So. Bam. Und ich habe das ein bisschen anders getestet mit den Streams, da ich quasi die komplette Let's Play-Reihe rübergeschoben habe auf Twitch. Es kommen jetzt auch noch Spiele auf Twitch, die ich auf YouTube nicht zeige. Das kommt noch vor. Im Grunde genommen läuft quasi jetzt erstmal nur das Minecraft-LP auf YouTube. Ich möchte mich da auch nicht so großartig übernehmen, weil ihr seht das selber hier. Ich nehme das gerade hier am 21.05. auf. Und der Tag, wo ihr das seht, ist der 22.05., der Mittwoch, ganz frisch. Und ich habe heute schon mal was aufgenommen. Das tue ich aber nicht verraten, was ich da aufgenommen habe. Das bleibt noch eine Überraschung. Ja, das können wir so machen. So. So habe ich das vor. Könnte was werden, ne? Das könnte was werden. Hier drüben natürlich. Guck mal hier, die Lags haben sich ein bisschen gelegt. Die Lags haben sich ein bisschen. So, das war ich selber.
Wenn man hier drauf steht, kann man natürlich keine Treppenstufe setzen. Mal, das ist witzig hier. Können wir jetzt auch einen Vollblock hier reinsetzen? Zack. Da fällt das nicht so auf. Jo. Ich würde sagen, wir decken das Dach noch fertig. Und quatschen noch ein bisschen rum. Was habt ihr denn so noch im Mai geplant? Gibt es denn bei euch irgendwie noch Aktivität oder ich kann ja mal die Runde fragen, was ihr denn so denkt über die ganze Thematik, was ich jetzt erzählt habe. Livestream und Let's Play und auch über die These, die ich eingebracht habe gerade, ob dann die Community, wenn man es auf lange Zeit betrachtet, ausstirbt. Weil man muss ja dazu sagen, wenn ich jetzt live streame, dann live streame ich ja nicht ein Spiel. Ich live streame ja verschiedene Spiele an verschiedenen Tagen in unregelmäßigen Abständen. Ich habe noch gar nicht mal einen genauen Rhythmus, wann ich streame und wann ich nicht streame. Den möchte ich mir auch nicht aneignen, weil dann kommt das wieder zu einem Zwang hervor. Und dieser Zwang, da will ich nicht drunter leiden. Weil da macht es irgendwann mal keinen Spaß mehr. Und da kann ich es ja gleich sein lassen. Wenn es keinen Spaß mehr macht, dann verliert man auch quasi den Spielspaß, so nennt man das ja. So, jetzt brauchen wir hier noch ein bisschen Holz und dann sind wir soweit so gut fertig. Autsch. Wir müssen noch ein bisschen auffüllen, aber das ist, glaube ich, eine Thematik für eine andere Folge. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall einrichten. Eure Tipps sind die Kommentare. Ich freue mich darüber und werde alles umsetzen, sofern möglich. Aber ich glaube, es wird alles möglich sein. Wir haben noch so ein paar Vollblöcke. Ich gucke nochmal die anderen Truhen. Hier ist Erde, hier ist Sand. Ah, hier ist nur Erde. Also sage ich mal so, das müsste ja eigentlich lang, oder? 22, das müsste lang. Es wird ja schon wieder Nacht. Haben schon wieder sehr lange aufgenommen. Da tummeln sich die Fische im Wasser. Und wir tun hier noch die Decke einziehen. So, hat tatsächlich gelangt. 19 Blöcke haben wir jetzt verbaut. Und das Dach ist soweit jetzt gedeckt. Ich gucke mir das nochmal von allen Seiten an. Autsch, das tat weh. Ja, also hier ist jetzt noch eine Lücke drin. Das muss natürlich noch gefüllt werden, alles. Aber so an sich schaut es doch gar nicht mal so übel aus. Könnt mir in die Kommentare auch schon mal schreiben, wie das Dach euch gefällt. Ich möchte euch jetzt nicht so überfordern, dass ihr hier so viel kommentieren sollt. Deswegen sage ich einfach mal Tschüss und bye-bye, euer Cedric. Ich gehe noch schnell schlafen. Ui, ui, schöner Mond.